Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir verlassen gerade die Insel. Einmal müssen wir noch so eine betreten, damit wir genug Holz haben, um unser Tank unten aufzufüllen, für die, damit wir zur Bäreninsel wieder zurückgehen können. So, das können wir auch einmal wieder hier reinpacken. Was können wir noch hier reinpacken von den Sachen? Den Dirt. Ne, den Dirt wollten wir erstmal mitnehmen. Und unten packen wir mal die Bolzen rein. Den Nagel. Das hier. Alter, die kriegen wir auch schon bald wieder voll. So, das können wir hier reinpacken. Das Glas. Komm, die Farbe packen wir auch mal hier rein. Ah, schwarz lassen wir noch im Inventar. Hier die Pilze packen wir mal hier. Interessant mit den Pilzen gerade, aber naja. So, Kartoffeln. Rohe Kartoffeln haben wir wieder zu viele. Da packen wir da hin. Und Junge, Junge, wie viel Holz wir hier haben. So. Dann wollen wir oben nochmal den Boden machen. Oder wir machen... Ne, nicht hier. Wir machen hier nochmal ein bisschen Wiese, wofür wir wieder Kunststoff brauchen. Okay, dann lassen wir das mit der Wiese erstmal. Ui, nicht runterfallen. Ah, ich sehe schon, was wir brauchen. Die Dinger. Wo wir Nägel für brauchen. Und dafür brauchen wir Schrott. Ich finde es super, wie vorhersehend ich bin. So. Ja, da unten hatten wir zwei. Und dann nochmal Nägel. Dann haben wir jetzt fünf. Das müsste reichen. Und dann schnell hoch. Können wir das... Ah, nicht runterfallen. So. Und so. Dann können wir hier so machen. Und so. Hier nochmal spiegeln. Dann kann das hier hin. Und dann können wir den endlich hier hinpacken. Hallo, ich will öffnen. Nice. Und dann nochmal hier einen Zaun drumherum. Jawohl. Dann haben wir da einen Aussichtsturm und hier nochmal einen. Jo, so geht's auch. Dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Dreck. Also ein bisschen Wiese. So, wo haben wir Plastik gehabt? Nicht hier, hier. So, Wiese. Da. Okay, mehr konnten wir draußen nicht machen. Nee, das muss hier rein. Der eine. Komm, wir packen das mal dahin. 10 Holz haben wir noch. Ach, der Nagel. Der muss unten rein. Und die Schaufel hier rein. Und dann brauchen wir bald wieder eine neue Schaufel. So. Und die auch ein... Toll. Ich will hier pflanzen. Pflanze wässern. Hallo. Hallo, ich möchte Pflanzen wässern.
Der lässt mich jetzt nicht die Pflanzen wässern. Okay, dann nicht. So, dann müssen wir hier aber noch ein paar Wände reinballern. Wie weit sind die eigentlich unten mit der Farbe? Haben wir unten Farbe reingetan? Nein, hat man nicht. Oh, aber hier haben wir wieder was. Ja, wir können noch mal zwei Wände reinhauen. Ich bin so ein Depp. Hier wollte ich freilassen. Und hier die Wand reinbauen. Und dann hier noch mal einen freilassen und hier die Wand. Naja, egal. Dann haben wir es jetzt so. Ah, jetzt kann ich hier wässern. Okay. Warum habe ich hier nicht nachgefüllt? Toll. So, machen wir beide Eimer voll. Und nochmal die Blumen unten rein. Ich glaube, wir müssten hier unten auch mal vielleicht irgendwie anders färben, dass es hier mit Sekundärfarbe ist. Warten wir mal ab. Wie weit ist es hier noch gar nicht fertig? Ist auch noch nicht fertig. Aber das können wir wegschmeißen und das. Müssten wir hier wieder was haben. Sieht ein bisschen aus wie die Black Pearl eigentlich, muss ich auch sagen. So, schwarze Farbe haben wir. Na, muss ich vielleicht... Ah, okay. So, dann können wir hier noch mal einen hinbauen. Und dann legen wir uns jetzt auch mal wieder ins Bett. Ist schon wieder dunkel, ist schon wieder spät. Das können wir mal machen. Und für hier drinnen würde ich wirklich mir überlegen, es mal anders zu streichen. Oder zumindest der Raum wird anders sein als hier gestrichen. Aber wir können jetzt auch mal unten eigentlich den Boden anfangen zu streichen. Wir fangen mit dem Raum hier an. So. Okay. Das war's dann wohl. Und Wasser ist fertig. Nice. Was ich jetzt eigentlich mir überlegt habe für diesen Raum, dass wir hier die ganzen Blumen und so weiter hinpacken. So. Wir den hier jetzt mal hier entfernen und dafür hier hinsetzen. So als Beispiel hier. Und so.
dass das hier quasi der Gewächsraum wird. Das Gewächsraum. So, jetzt brauchen wir hier noch mal ein bisschen Farbe. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und dass wir davon irgendwie bessere Varianten kriegen, bräuchten wir auch noch. Eine Planke wieder, nice. Aber nicht genug, weil wir Türen bauen können. Oder hier die Räume mal unterteilen. Ich würde sagen, das setzen wir mal hier um. Das kommt hier in die Ecke. Wo ist denn die Vorderseite? Das müsste die sein. Ja. Den können wir auch mal vielleicht hier hinsetzen oder so. Komm, wir machen den hier. Das wird dann hier einmal so unterteilt, dass wir hier sagen, hier kommt eine Wand hin. Also hier dann auch einmal. Und dann schauen wir mal auch, wofür wir die dann genau gebrauchen werden. Kommen wir essen mal die Melonen. Oder die Pilze. So, und lecker. Rohe Pilze einfach so schnabulieren. So, da kommen zwei Inseln auf uns zu. Achso, wir sind schon fertig mit Essen. Hoppala. Ja, wir drehen mal so zu, dass wir die eine Insel genau vor uns haben. Na, noch ein bisschen. So. Müsste dann reichen. Batterie ist auch schon bald alle. Haben wir die oberste schon eigentlich schon gefärbt? Ne, haben wir noch gar nicht. Müssten wir das mal machen. Farbe müsste auch schon fertig sein, oder? 75. Oh, wir haben wieder ein Fass. Nice. Können wir gleich noch mal ein bisschen was bauen. Hier geht es nicht hoch. So. Komm. Hier hoch. Ah, wie schön das aussieht, wirklich. So. Und dann unten weiter den Boden machen. So und so. Muss aber auch sagen, Farbe ist schon teuer. So, dann können wir hier die Seile wieder reinpacken. Können wir hier reinpacken. Haben wir. Plastik fehlt uns wieder viel. Okay. Dann hier die Wassermelonen wieder rein und die Pilze. Nee, wir bauen jetzt erstmal nicht weiter. Wir machen jetzt erst einmal ganze Holz in die Dinger rein, dass die voll sind, bis dann nichts mehr reinpasst in den Motoren. Planke platzieren. Nein, nicht Motor abstellen. Motor einschalten, der ist aus. Gut. So, wie voll ist er? Okay. Wir machen die Dinger jetzt erstmal voll.
bis da nichts mehr reinpasst. Wir bauen jetzt erstmal nicht weiter. Wir wollen jetzt nämlich zur Bäreninsel wieder zurück. Weil da hatten wir, glaube ich, die diese Bubblefische gesehen gehabt, die Kugelfische. Ich weiß jetzt nicht, wie soll ich die jetzt nennen? Okay, ihr werdet wahrscheinlich schon eine Idee haben. Aber bis ich das mitbekomme, ist die, weil das ja alles noch dieselbe Aufnahmesession ist, wird das wohl ein Weilchen dauern, bis ich dann auf euch eher höre. Also bis zu der Folge, wo ich dann auf euch höre, wie ich die dann nennen soll. So, wie sieht's aus da hinten? Jetzt hänge ich fest. Kann man schon eine Insel sehen? Nö. Aber jede Menge Müll. Und das ist sogar ein kleines Stückchen höher. Okay, so sieht ein... Okay. Was auch cool wäre, wenn wir das sogar nochmal ein Stückchen nach links und rechts machen. Genauso wie hier. Dann nochmal so Fahnen machen. Also so Segel. Dann hätten wir nicht 5, sondern 9, wenn wir hier auch noch sowas machen würden. Wenn das ab der Höhe... Obwohl, ab der Höhe wäre das ein bisschen doof. Ah, ich bin mir noch nicht sicher. Aber wir sind schon durch diese Menge an Segeln schon etwas schneller. Das ist mir aufgefallen. So, ich schau mal, wie viel wir jetzt unten auf Tasche haben, also in den Netzen. Und nochmal die Farbe mitnehmen. Okay, viel haben wir dieses Mal nicht eingesammelt. Schade. Also, Farbe. So, wieder 75. Was Farbe angeht, das ist immer gleich, wie viel wir mitnehmen. Ah, okay. Hat jetzt leider nicht gereicht, aber egal. Da ist wieder eine Insel, eine kleine, aber die ignorieren wir jetzt mal. Wir wollen ja zu der großen da vorne. Boah, das wird aber eine Monsteraufgabe, das alles hier noch umzustreichen. Das müssen wir alles noch lackieren hier. Färben. Und wir brauchen gleich wieder eine neue Axt. Wenn wir genug Holz haben, gleich erst als erstes Axt bauen und dann weiter auffüllen. Obwohl die eine machen wir voll. Und dann bauen wir eine neue Axt. Und dann haben wir von der nächsten Insel, großen, genug Holz, dass wir die andere auch einmal komplett voll machen können. So, die haben wir. Wow. Die Menge an Holz, die wir da kriegen. Wow. Aber ey, das gefällt mir gerade, dass hier jetzt alles mitwächst. Dass hier alles richtig grün wird. So ähnlich dann wahrscheinlich wie auf der Flying Lamb. Die haben ja auch da eine riesengroße Wiese mit noch einem Schiff.
Hier. Kriegen wir den? Ich hoffe doch. Ja, geil. Ich hatte gehofft, die eine Planke nehmen wir noch mit. Aber wir haben wieder 5 Planken. Ja, zu weit rechts. So, noch 2 Planken, dann hätten wir das. Alter, 4 Fässer da hinten wieder. Hallo Boris. Jo, der war gut. Das war jetzt ein guter Fang. Wir gehen nochmal unten gucken. So. Ich glaube, Palmblätter werden wir noch irgendwann aus anderen Gründen viel brauchen. So. Wir haben aber auch wieder 22 einfach mal. So. Die schnappen wir uns jetzt. Ich hoffe, das reicht. Ja, den haben wir. Okay, 3 Seile. Den haben wir jetzt auch. Okay, Seile kriegen wir jetzt ordentlich, was? Warum können wir die mitnehmen? Ah, nein. Schade. Aber den. Okay, dann können wir jetzt pennen gehen. So. Nice. So. Axt. Wo haben wir Axt? Hier. Ein Bolzen müssen wir noch einstecken. Mitnehmen. So. Da haben wir den Bolzen. Nice. Also, erstmal die anderen Sachen wieder einräumen. Was können wir hier? Das können wir hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Hier können wir die Seile reinpacken. Hier die Rüben. Und die Kartoffeln. Alter, Kartoffeln müssen wir mal wieder braten. Braten. Und den Rest können wir wegschmeißen. Ich glaube, die 3 Farbe brauchen wir nicht. Aber okay, komm, wir lassen die noch. Ist das schon die Insel? Nee, die ist rechts. Wir müssen noch ein bisschen mehr so drehen. Bei welcher Insel ist denn das? Da ist auf jeden Fall eine. So, dann erstmal wieder trinken. Und voll machen. So. Den müssen wir auch einmal. Können wir hier irgendwie? Ne. So, das nehmen wir auch noch mit. Hier auffüllen. Dann können wir unten jetzt auch noch die beiden Motoren voll machen. Der ist voll. Perfekt. Jo, der ist auch schon fast voll. Okay. Krass. So, nochmal Farbe. Ah, Ruckel. Jetzt einmal oben gucken, wie weit wir jetzt von der Insel entfernt sind.
300 Meter, aber da ist ja auch eine etwas größere Insel. Oder ist das doch eine kleine, die nur so groß wirkt? Egal, wir gehen auf die Insel da. Will ich mir mal von oben auch ansehen. Ey, aber ehrlich, das müsst ihr zugeben. Dieses Schiff sieht schon geil aus. Ich glaube, man sieht selten so ein geiles Schiff. Ich muss nur sehen, dass ich irgendwie es hinkriege, dass ich von da nach dahin irgendwie so Netze mache und dann nach dahin irgendwie so Seile in der Richtung oder sowas. Ja, die Dinger werden wir auf jeden Fall nicht bewegen. Und die da. Glaube ich, lohnt sich nicht. Jo, wir könnten einfach so zu der Bäreninsel jetzt gehen. Jetzt, wo es quasi fast vor uns ist. Wir müssen aber noch ein bisschen mehr beidrehen. Das sieht aus, als wären das andere Bäume. Sind das andere Bäume als sonst? Das sieht nicht nach den Palmen aus. Seit wann haben wir eigentlich immer so einen Nebel gehabt? So einen krassen. Das sind andere Bäume. Ich glaube, das ist ein anderer Typ Insel. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ja, ist ein anderer Typ Insel, okay. Ich hoffe, wir kriegen da genug an Materialien. Mal schauen, wie weit sind wir noch davon? Ja, das ist so eine Insel wie von den Bären. Einmal alles einsammeln. Dann können wir hier nochmal. Hier ist jetzt auch voll. Hier nochmal kontrollieren. Hier war ja auch voll. Okay. Okay, das ist so eine Insel wie von den Bären. Gut, dann gehen wir erstmal einmal kurz was essen, einlagern. Eine Wand können wir noch bauen. Irgendwo. Wir hatten gesagt, hier bauen wir eine hin. So, einmal kurz einlagern. Genau, Plastik. Fehlt uns noch einer. Komm, Farbe packen wir auch erstmal hier hin. Pinsel provisorisch erstmal da rein. So. Palmblätter schmeißen wir gleich weg. So. Ah ja, und Waffen. Waffen müssen wir auch noch mitnehmen. So, das nehmen wir mit. Und Bogen nehmen wir mit. Und die Pfeile.
Und dann bin ich jetzt gespannt, was wir hier entdecken werden. Komm, ich will das irgendwie von hier oben sehen. Mit der Fahne, das würde so viel geiler aussehen. So. Ja, hat auf jeden Fall ein bisschen was. Dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann die Insel hier erkunden gehen. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!